Objektiv, Menschen leben Rheinland-Pfalz. Das sind wir wieder. Wir gehen heute mal richtig in die Luft. Also zumindest im Gewächshaus verfolgen wir Schmetterlinge. Und wir bohren tief in die Erde nach einem ganz wichtigen Rohstoff. Doch der Reihe nach, das erwartet Sie heute. Alte Mauern brauchen ab und zu frischen Mörtel. Die Porta Nigra bleibt trotzdem geöffnet. Neue Farben alle paar Wochen. Die Schmetterlinge in Zeien schlüpfen regelmäßig neu. Die Fürstin wird uns dazu mehr erzählen. Uralte Pflanzenreste wurden längst zu Öl. Und das holen wir nun wieder aus der Erde. Kann uns die Südpfalz künftig mit Energie versorgen? Alte Obstsorten haben ihren besonderen Reiz. Diese Früchte gibt es weltweit nur bei uns. Das letzte römische Stadttor in Trier wird eingepackt. Müssen wir uns Sorgen machen? Nachdem man weiß, an welchen Stellen die Porta Nigra ausgebessert werden muss, wird man mehrere Jahre lang renovieren. Anschauen dürfen wir sie trotzdem weiterhin, von der Fußgängerzone aus oder gleich innen drin auf dem Balkon. Das wichtigste Wahrzeichen von Rheinland-Pfalz wird für längere Zeit eingepackt. Jedes Jahr erhält ein anderes deutsches Bundesland eine 2-Euro-Gedenkmünze. Die kann man sammeln oder ausgeben und 2017 ist Rheinland-Pfalz dran. Stellvertretend fürs ganze Land wird die Porta Nigra auf den Münzen abgebildet sein und bis dahin ist sie hoffentlich auch wieder komplett sichtbar. Das am besten erhaltene römische Tor nördlich von Italien wird nämlich aufwendig renoviert. Bis Ende 2013 wird man ermittelt haben, was alles saniert werden muss. Dann müssen mehrere Millionen Euro fließen, vermutlich keine 2-Euro-Gedenkmünzen und es gehen mehrere Jahre ins Land, bis die Sanierung des Schwarzen Tores abgeschlossen ist. Fast 2000 Jahre alt ist die Porta. Das letzte verbliebene von 4 Stadttoren der wichtigen Römerstadt Augusta Treverorum. Über den fast 30 Meter hohen Türmen war im Mittelalter sogar eine Kirche aufgebaut und das Tor war nur ein Bestandteil des kuriosen Baus. Erst Napoleon hat den christlichen Aufbau entfernen lassen und nun steht das Tor so da wie zu der Zeit der Erbauer. Die Baugerüste werden wandern und zu besichtigen ist das Trierer Wahrzeichen trotzdem die ganze Zeit. Erst wenn man die Türme besteigt und von den Balkonen auf die Stadt schaut, erkennt man die Größe des einzigartigen Monuments. Wir werden sehen, wie umfangreich die Sanierung wird, damit die Porta Nigra auch in einigen Jahrzehnten, aber vielleicht sogar in 2000 Jahren die Menschen noch begeistern kann. Die Porta Nigra ist so begehrt, dass man sie sogar essen will. Also nicht so, wie sie dort steht, sondern als Fruchtgummi wird sie von einem Trierer Unternehmen angeboten. Dann ist sie auch nicht 2000 Jahre alt, sondern schmeckt frisch nach Frucht. Die Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ist eine der letzten bekannten Adligen in Rheinland-Pfalz. Frauenzeitschriften sind regelmäßig bei ihr zu Gast und sie steht gerne Rede und Antwort, denn die geborene Gräfin will, dass ihre Region immer bekannter wird. Eines der größten Juwelen hat sie selbst geschaffen. Der Schmetterlingsgarten konnte kürzlich Jubiläum feiern. Gegenüber ihres Schlosses haben die Tropen eine Enklave gefunden. Unsere Reportage. Nirgendwo im Land findet man so viele Farben wie im Schlosspark zu Sayn. Das liegt nicht in erster Linie am Park selbst, in dem sich Enten mit ihren Küken wie auch andere Tiere sehr wohlfühlen. Auch die Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ist immer wieder neu begeistert von dem Schlosspark, der seit 150 Jahren direkt gegenüber ihrer Residenz liegt. Vor 25 Jahren hatte sie hier einen Schmetterlingsgarten eröffnet und dieser strahlt noch heute in voller Pracht und ständig in anderen Farben, denn die Bewohner des Hauses kommen regelmäßig neu aus den Tropen. Ein heißer, aber angenehmer Arbeitsplatz für die Biologin Gerlinde Bläse. Wir haben ja hier ein Haus mit tropischen Schmetterlingen nur. Und man muss dazu wissen, dass tropische Schmetterlinge nur 3 bis 6 Wochen leben im Höchstfall. Das heißt, wir bekommen jede Woche aus den Zuchten der tropischen Länder bekommen wir zwischen 200 und 400 Puppen geschickt. Schmetterlinge legen Eier, aus den Eiern schlüpfen Raupen. Die Raupen fressen, bis sie sich verpuppen und aus den Puppen schlüpfen dann die Schmetterlinge. Und diese Puppen, das letzte Stadium, bevor der Schmetterling schlüpft, den bekommen wir aus den Zuchten der tropischen Länder. Die kommen mit dem Flugzeug hierher wahrscheinlich? Kommen mit dem Flugzeug, das dauert ungefähr 5 Tage, sei es aus Costa Rica, Mittelamerika. Von dort haben wir ungefähr 75% der Schmetterlinge, die wir hier haben. Wir haben welche aus Asien, aus Malaysia und wir haben aus Australien ein paar und ein paar aus Afrika. Die werden in Frankfurt durch Zoll- und Veterinäramt geführt und dann werden sie in die einzelnen Häuser in Europa gebracht. Die Tropen kommen also zu uns. Heimische Schmetterlinge gibt es dafür im Schlossgarten. Dafür wurden dort extra die passenden Pflanzen angesiedelt. Wie kam die Fürstin vor einem Vierteljahrhundert auf die Idee, tropische Falter nach Bendorf-Sayn zu bringen?
Ja, ich hatte natürlich immer ein großes Interesse an der Natur und auch, wie man die Natur den Menschen näher bringen kann. Und ich habe bei meiner Freundin Elisabeth von Bismarck in Friedrichsruh gesehen, da war das erste Schmetterlingshaus. Und da dachte ich mir, das möchte ich unbedingt auch hier nach Sayn holen. Und sie hat mir dann geholfen, das hier aufzubauen. Wie sind Sie damals hervorgegangen? Wie sind Sie an die Schmetterlinge gekommen? Ja, das habe ich eben dank Bismarcks habe ich da schon eingetretene Pfade gefunden. Das heißt also Züchter, die uns belieferten, weil wir bekommen natürlich nur von Züchtern die Puppen geschickt. Das sind also keine Wildfänge, was mir ganz wichtig ist. Und die haben mir damals sehr geholfen. Wir hatten einen sehr guten Biologen am Anfang, der mir auch, weil ich kannte mich mit Schmetterlingen relativ wenig aus, alles beigebracht hat. Und so hat man dann so Stück für Stück sich vorgearbeitet. Wenn ich allerdings heute zurückschaue, dann läuft es mir manchmal kalt den Rücken runter. Da haben wir uns schon eine Menge getraut, einfach so aus dem Blauen heraus, aus dem Nichts heraus so ein Haus aufzubauen. Aber es hat ja anscheinend gut funktioniert und ist auch erfolgreich. Oh ja, es hat sehr gut funktioniert. Es ist nicht, dass oder wir werden nicht unterstützt, wir kriegen keine Subvention, sondern das Haus trägt sich so gerade alleine. Und es kommen viele Menschen, denen wir wirklich die Natur näher bringen. Es sind, heutzutage gehen die Menschen viel weniger hinaus in der Natur, kennen die Schmetterlinge nicht mehr so. Und bei uns lernen sie sie kennen und auch die Zusammenhänge. Alle paar Wochen werden die Farben neu gemischt. Der Schmetterlingsgarten hat eine große Vielfalt an Arten, über 50 Stück. Doch immer wieder spezialisiert man sich auf bestimmte Farben, die zur Saison passen. Zurzeit sind besonders weiße Schmetterlinge hier. Der Kontrast zu den bunten Pflanzen ist wirklich eine Augenweide. Die Besucher können die Tiere ganz nah beobachten. Nur die blauen Schmetterlinge wollen nicht vor unsere Kamera. Sie fliegen fleißig umher und scheinen keine Rast zu brauchen. Dabei ist für Nahrung hier gesorgt und da muss man sich schon mal niederlassen. Die Pflanzen sind auf die Tierarten abgestimmt und zusätzlich gibt es zwischen den Bananenstauden noch Früchtebars für die Vitamine zwischendurch. Dass nur wenige Tiere im Haus vermehrt werden, hat gute Gründe. Jede Schmetterlingsart hat eine spezielle Futterpflanze. Die Raupe braucht eine spezielle Pflanze und der Schmetterling legt auf diese Pflanze seine Eier ab. Das heißt, so können wir aber auch regulieren. Wir haben immer hier in Sayn haben wir ungefähr zwischen 40 und 50 verschiedene Arten immer fliegend. Und das heißt, wir bräuchten 40 oder 50 verschiedene Futterpflanzen. Das haben wir natürlich nicht und dadurch regulieren wir das auch. Wir haben immer ungefähr 4-5 Arten, die wir hier vermehren, damit wir auch Eier und Raupen zeigen können auf den Pflanzen. Und ein anderer Grund, warum wir nicht so viele Schmetterlinge hier vermehren, ist, dass wir einen sozialen Beitrag leisten, denn diese Schmetterlinge werden in Zuchten in diesen Ländern gezüchtet, also von Menschen gezüchtet und die leben davon, dass die Schmetterlingshäuser weltweit die bei ihnen einkaufen. Die Tiere scheinen sich hier wohl zu fühlen. Kann das Gewächshaus mit der freien Natur mithalten? Wir haben hier immer eine Temperatur von 24, 25 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 60%. Das ist gerade richtig für die Schmetterlinge, aber auch gut für unsere Besucher. Es ist nicht zu heiß, wie Sie merken. Es ist auch nicht zu hohe Luftfeuchtigkeit, sondern beide Teile fühlen sich wohl. Bei den molligen Temperaturen kann man sich hier prächtig aufwärmen. Bis zum ersten Advent ist jedes Jahr geöffnet. Danach gibt es aber eine kleine Pause, denn bei so viel Dunkelheit fliegen die Schmetterlinge nicht mehr so gut und der Transport aus den Tropen in den kalten Westerwald wäre dann auch kein Vergnügen. Schildkröten genießen das milde Klima, die Wasserfälle und die Steine, die zu kleinen Inseln im Teich werden. Entspannung pur, auch die Besucher werden davon angesteckt. Im Wasser selbst sind Fische unterwegs, auch die Kois kennen wir nicht aus dem heimischen Bach, sondern eher aus japanischen Gärten. Seit 1928 ist Sayn ein Stadtteil von Bendorf, nur wenige Kilometer nördlich von Koblenz. Trotzdem legt man Wert darauf, dass Sayn etwas Besonderes hat. Wenn ich hier durch Bendorf fahre, sehe ich schon überall Schmetterlinge an Wänden, auf Schildern. Die Bendorfer und Sayner sind sehr stolz auf das Schmetterlingshaus, habe ich das Gefühl, oder? Ja, das denke ich wohl auch. Wir sind hier der Magnet, der touristische Magnet. Die Fürsten haben das vor 25 Jahren aufgebaut. Diese Häuser, die mit Schmetterlingen bemalt sind, das ist eine Idee, die aus Italien stammt. Da gibt es einen Ort mit 300 Häusern, die bemalt sind. Und wir haben das jetzt hier auch jetzt schon im 6. oder 7. Jahr und haben schon 52 Häuser bemalt, die alle im
alt sein oder auf dem Weg zum Schmetterlingsgarten sind. Wenn man an Sein denkt, denkt man an Ihre Familie und denkt mittlerweile eben an die Schmetterlinge. Was bedeuten die Schmetterlinge für die Region und für den Ort? Ja, wir feiern nicht nur 25 Jahre Garten der Schmetterlinge, sondern damit auch Tourismusrenaissance in Sein. Sein war ein anerkannter großer Tourismusort mit vielen Hotels. Und das ist dann aber eingeschlafen durch die Kriege und jetzt kommen die Touristen, kommen die Gäste wieder zu uns und das macht auch eine Menge für den Ort aus. Einen solchen Garten finden wir einfach nur hier. Doch was können wir tun, damit sich die heimischen Arten auch in unserem Vorgarten wohlfühlen? Ja, erstmal natürlich Pflanzen, Blühpflanzen, möglichst ungefüllte Blüten, Röhrenblüten, damit die Schmetterlinge Nektar finden, wie auch Bienen, die brauchen das ja auch. Und dann sollte man sich etwas mit den Raupen auseinandersetzen, weil ohne Raupe kein Schmetterling. Und viele Raupen brauchen verschiedene Nahrungsmittel. Das heißt, es gibt einige, die an der Brennnessel leben, also eine Brennnesselecke im Garten ist vielleicht ganz gut. Aber es gibt natürlich auch andere Raupen, die andere Voraussetzungen haben. Und eben ohne diese Raupen bekommen sie die Schmetterlinge nicht. Sollte man Rasenmähen vermeiden oder geht es auch mit einem glatten Rasen? Ja, wenn Sie nur Rasen haben, ist das vielleicht schön für die Kinder zum Fußballspielen. Aber dann haben Sie natürlich keine Tiere im Garten, das ist ganz klar. Aber man kann ja die Ecken lassen. Nachdem ich selber viele Kinder habe, weiß ich, wie wichtig das Fußballspielen für die Kinder ist. Aber man sollte eben auch an die Natur denken und da kann man ein ganz gutes Gleichgewicht finden. Ja. Die Vielfalt an Farben, ein Besuchermagnet zwischen Westerwald und Mittelrhein. Immer wieder fliegen andere Arten durch die Gewächshäuser. An einzelnen Abenden im Jahr werden die Gäste sogar zur Dämmerung eingeladen, um dann ohne Licht eine ganz besondere Atmosphäre zu genießen. Denn erst dann fliegen auch die Nachtfalter. Die bunten Vögel sind dagegen gerne da unterwegs, wo man den Garten überblicken kann oder wo der Snack für zwischendurch wartet. Etwas aufgewühlter sind die Wachteln, die gerne zu Fuß unterwegs sind und tollpatschig über die Wege rennen. Nur einem ist das egal. Der Leguan sitzt meistens über der Brücke und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Ölkrise, das Wort kennen wir schon seit den 70er Jahren und immer noch fahren Autos, mehr als je zuvor. Dennoch ist klar, dass die Ölvorkommen irgendwann enden müssen. Öl wird teurer, weil man immer tiefer bohren muss und auch da nach dem vielseitigen Rohstoff sucht, wo man bisher kein Öl vermutet hat. Eine eigene Ölquelle müsste man haben und man wäre reich. So ist zumindest die Hoffnung. Wir Rheinland-Pfälzer haben eigene Ölquellen und sind bereits dabei, diese sinnvoll zu nutzen. Werden wir jetzt auch reich? Selbst Öl fördern und nicht auf andere Länder angewiesen sein, das gäbe uns Sicherheit und könnte sogar dem Weltfrieden dienen. In Speyer bohrt man nun nach rheinland-pfälzischem Öl. Wie hat man denn 2003 hier festgestellt, dass Öl unterm Boden versteckt ist? Ja, das war zufälligerweise eine Geothermiebohrung. Man hat also nach warmem Wasser gesucht und bei ungefähr 3000 Metern stieß man dann auf eine schwarze, warme Ölschicht, die doch deutlich mächtiger war, also kräftiger war, als man eigentlich überhaupt je erwartet hatte. Und dann stieß man auf das Öl. Und das Thema Geothermie, so war ja damals die Idee hier zu finden, das hat man dann ad acta gelegt, aber das Thema Öl wurde in dem Moment einmal hochinteressant. Und die nächsten Erkundungen zeigten, dass richtige, tiefe, mächtige Ölschichten im Untergrund vorhanden sind. Unter unseren Wäldern, Feldern und Städten finden sich die unterschiedlichsten Gesteinsschichten aus Zeiten lange vor der Menschheit. Bisher holte man anderswo Öl meist aus 100 Millionen Jahre alten Schichten. Doch hier in Speyer geht man noch weiter. Ölvorkommen, die 300 Millionen Jahre alt sind, werden gefördert. Und dafür geht man 3 Kilometer tief unter die Erde. Die weiteren Bohrungen zeigen, dass diese Lagerstätte eine ganz neue Lagerstätte für Rheinland-Pfalz war, mit Fördermöglichkeiten, die wir bis dato noch überhaupt nicht kannten und Qualitäten des Öls, die wir bis dato gar nicht kannten. Geht das nur in der Südpfalz? Wir hoffen es, dass es auch nicht nur in Speyer in dieser neuen Lagerstätte, es ist ja eine wirklich neue Lagerstätte, die wir hier erkundet haben, dass wir dort Ölmengen finden, die interessant sind. Das Unternehmen konzentriert sich jetzt primär mal auf Speyer, aber wir haben in Gesamtrheinland-Pfalz Ölkonzessionen schon zur Aufsuchung verteilt im Oberrheingraben. Das ist ja im Prinzip die Region, die interessant ist. Und wir erwarten eigentlich noch weitere Lagerstätten, die es dort zu erschließen gibt. Ja.
Man sieht jetzt hier so einen Turm, wo oben ein bisschen Feuer rauskommt. Kommt dann von hier aus das Öl raus an dieser Stelle? Sagen wir mal so, das ist die sogenannte Abfackel. Da wird Gas, was im Öl auch gebunden ist, abgefackelt, weil man es davon trennen will. Die Konzentration gilt ja erstmal dem Öl hier. Es sind noch nicht große Mengen hier bei der Lagerstätte. Wir haben maximal 1% Gas im Öl, also keine große Gaslagerstätte. Und das sieht vielleicht für den gemeinen Laien ein bisschen unökologisch aus, aber es würde noch keinen Sinn machen, dieses Gas zu fangen. Aber das Öl kommt hier unten drunter raus, jawohl. Man hat ein großes Gerüst und da gibt es kleine Poren drin. Und in diesen Poren steckt das Öl. Also wir haben keinen See unten drunter, der gefüllt ist und dass dann ein Hohlraum entsteht, der dann zusammenplumpst, sondern das Gerüst bleibt weiter bestehen. Nur das Öl wird aus diesen Porenräumen herausgeholt und da trinkt meistens nochmal warmes Wasser aus dem Untergrund ein und ersetzt dieses Öl dann. Und bis man hier in diesem Gelände das Öl im größeren Stil fördern kann, vergehen noch ein paar Monate? Nein, wir fördern hier schon über 100.000 Tonnen. Also im Prinzip, wenn man auf diese Seite mal vielleicht schaut, dann sieht man schon die ersten Auffangtanks, die dazugehören. Rund um Landau wird seit den 50ern Öl gefördert und an zwei weiteren Stellen in Rheinland-Pfalz sprudelt die Energie ebenso aus dem Boden. Hier unten ist ein hoher Lagerstättendruck, der ausreicht, damit das Öl von alleine nach oben sprudelt. Aufs Öl können wir noch jahrzehntelang nicht verzichten. Liegt hier unsere nähere Zukunft unter der Erde? Also momentan ist es definitiv nur ein kleiner Klecks. Also wir könnten maximal jetzt 2% der Ölmenge damit bereitstellen, die Rheinland-Pfalz braucht. Das ist sicherlich keine Perspektive. Aber immerhin ist es ein Teil. Erstens mal, es bringt von der Qualität aus, weil dieses Öl sehr hochrein ist. Das heißt, es ist sowohl für Kraftstoffe, aber auch für pharmazeutische Produkte sehr gut geeignet. Das heißt, man kann da hochwertige Produkte mit herstellen. Das zweite Thema ist natürlich auch, dass man ein bisschen wenigstens sich von den Importen da abnabelt. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, das Unternehmen muss eine sogenannte Förderabgabe dem Land zustellen, weil im Prinzip das Öl gehört dem Land und dadurch, dass das Unternehmen dieses Öl fördern darf, muss es einen Zins bezahlen. Der liegt derzeit bei 10%, also 10% allen dessen, was hier gefördert wird, kassiert das Land Rheinland-Pfalz und kann damit wieder andere Dinge machen, die vielleicht allen gut tun. Warum haben wir hier eigentlich Öl? Ja, um Öl zu haben, braucht man vor allen Dingen erstmal ein Meer in der Vergangenheit. Weil die ganzen Lagerstätten entstehen dadurch, dass im Meer organische Bestandteile, sprich Plankton vor allen Dingen existiert, aber auch Fische. Dieses organische Material stirbt irgendwann ab, sinkt zu Boden, wird dann wieder überdeckt durch Sedimente. Und dieser ganze Prozess über Jahrmillionen fördert dazu, dass diese großen organischen Moleküle abgebaut werden zu kleineren. Und hier war alles mal Wasser, die ganze Region früher. Hier lebten vor 30 Millionen Jahren Riesenhaie, also Haie, die 15 Meter Länge hatten. Also das war alles mal Meer. Man findet das ab und zu auch noch bei Alzey, wenn man da durch die Weinberge geht, so kleine Haifischzähne. Das ist also nicht unüblich, dass man, wenn man da durchgeht, mal guckt. Und dann kann man daran sehen, dass hier auch mal Meer war. Um Gefahren für die Anwohner zu vermeiden, wurden die Bohrplätze nicht senkrecht über der erdölführenden Struktur errichtet, sondern die Bohrungen werden über mehrere hundert Meter horizontal abgelenkt. Schon heute fließt also Öl aus unserem heimischen Boden. Ein Ersatz für die Handelsbeziehungen zu typischen Erdölländern ist das aber noch lange nicht. In Rheinland-Pfalz sitzen sie überall, die Menschen, die das Erbe der Natur zu schätzen wissen und sie erhalten wollen. Kürzlich haben wir einen Archebauernhof für Tiere besucht. Heute zeigen wir, wie alte Obstsorten am Leben gehalten werden. Da gibt es viel mehr, als man denkt, denn wir kennen ja nur noch die Früchte, die im Supermarkt aneinandergereiht sind. Doch es gibt mehr als diese 10 Sorten Äpfel, 2 Sorten Trauben oder eine Sorte Birnen. Bleiben wir doch gerade bei denen. Damit beschäftigen sich nämlich Leute vom BUND in ihrer Freizeit. Sie lernen dabei selbst noch Neues und schaffen sich einen Überblick darüber, welche Sorten wir hier eigentlich haben. Es gibt sogar Früchte, die nur in Rheinland-Pfalz wachsen und sonst nirgendwo in der Welt. Hier sitzen 3 Retter und trinken Birnenwein. Sie retten und erforschen alte Birnensorten, die nach und nach von anderen Arten verdrängt werden. Denn die Vielfalt an alten Obstsorten ist fast unermesslich, wenn man sie nicht sterben lässt. Das ist der Offenbacher, wo wir gekeltert haben im letzten September. Schmeckt doch. Der hat sich gut gehalten. Herbert Rittaler hat eine Baumschule und kam so zum Thema. Er ist regelmäßig auf den Streuobstwiesen am Potzberg und gibt auch den höchstgelegenen Birnen eine Chance, genutzt zu werden. Wie schmeckt so eine Birne direkt vom Baum? Das sind halt uralte Sorten, die schon seit Jahren von keiner Baumschule mehr vermehrt werden. Wieso nicht? Die Entwicklung ist weitergegangen. Heutzutage hat man Tafelsorten, die süß und groß sind und lang haltbar sein müssen, transportfähig und ganz andere Ansprüche.
Das sind Sorten aus der alten bäuerlichen Selbstversorgung, die aber früher halt ein wichtiges Nahrungsmittel waren. Welche Vorteile haben die alten Obstsorten gegenüber den Sorten, die heute im Supermarkt liegen? Also die sind von den Inhaltsstoffen, brauchen die sich auf keinen Fall zu verstecken. Vitamine, Pektine, andere gesundheitlich wertvolle Stoffe. Und diese Früchte, die sind nicht gespritzt, die wachsen von selbst. Wenn der Baum mal diese Größe und diese Stärke erreicht hat, bringt er seine Leistung. Wir brauchen nur zu ernten. Und was machen Sie mit dem Obst jetzt? Wir haben jetzt seit letztem Jahr wieder angefangen, einfach erstmal mit Birnenwein. Das ist die Hauptnutzung gewesen. In allen Dörfern in der Nord- und Westpfalz haben die Bauern Birnenwein gehabt. Den hat auch mehr oder weniger die ganze Familie getrunken mit einem Schuss Wasser oder auch mal pur abends. Auch für die Kinder? Die Kinder haben dann mit 2 Drittel Wasser auch ihren Birnenwein gekriegt gegen Durst. Das war bei der Feldarbeit zum Mittagessen und so weiter. Ne? Und wenn so ein Fass im Keller war, da hat man gewusst, wie hoch der Bedarf ist für ein Jahr und hat dann entsprechend Vorrat angelegt. Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz unterstützt das Projekt zur Erhaltung lokaler Mostbirnensorten im Kreis Kusel. Was soll hier passieren? Also wir hier vom BUND Kusel hatten schon vor ca. 2 Jahren die Idee, alte lokale Obstsorten, vor allem auch Mostbirnen, wieder neu anzupflanzen und dadurch für die Nachwelt zu erhalten. Weil viele dieser Sorten sind ja in Vergessenheit geraten über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und auch nicht in irgendwelchen Büchern, Forschungsliteratur erfasst. Und unser Anliegen ist es auch, das wieder der Bevölkerung bewusst zu machen, diese Sorten zu erhalten. Und da haben wir einen Antrag gestellt bei der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Und der wurde jetzt genehmigt. Und ab Herbst wollen wir in Zusammenarbeit mit den Pomologen der Region und mit verschiedenen lokalen Vereinen und auch Mitarbeitern wieder diese Sorten erhalten und neu anpflanzen. In 10 Gemeinden hier am Polzberg im Kreis Kusel. Und das ist eine tolle und spannende Sache. Ja, wird es dann hier auf den Wiesen angepflanzt oder irgendwie im Ort? Wo wird das passiert? Vor allem auf Gemeindeeigentum. Also wir haben mit verschiedenen Bürgermeistern gesprochen. Oder auch auf Privatgrundstücken. Also beides. Wie kamen Herbert Rethaler und seine Kollegen dazu, die alten Birnensorten wieder zu nutzen? Allein wenn man sich mal überlegt, was dieser Baum für eine Leistungsfähigkeit hat. Der hat 200 Jahre lang Hunderte von Familien versorgt mit Obst. Und das ist eine zeitliche Dimension, die in unserer Zeit gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wenn wir heute solche Bäume pflanzen, werden andere Menschen noch froh sein drum, wenn sie irgendwann wieder nahrhaftes Obst haben. Die Bäume sind alt und richtig breit. Wir messen nach. 3,24 Meter Umfang hat dieser alte Birnenbaum. Respekt! Hier wachsen sogar Birnensorten, die man woanders gar nicht kennt. Wie kommt das? Gibt es die nur hier? Die Obstkultur ist wie bei jeder Kultur. Es gibt immer regionale und lokale Besonderheiten. Und die Westpfalz war ein geografisch markantes Gebiet, das auch im Obstbereich seine Eigenheiten hat. Und hier war nicht viel pomologische Forschung und auch vielleicht nicht so intensiver Austausch wie in Baden-Württemberg. Und wir haben andere Obstsorten als die Württemberger. Marmelade, Kuchen, Wein kann man aus den Birnen machen. Und wie wäre es mit Saft? Der Saft ist ja die erste Stufe. Ja. Und wenn ich den dann abkoche, dann kann ich den auch über 2-3 Jahre lang nutzen. Aber das Abkochen ist erst 1880 entdeckt worden vom Louis Pasteur. Neue Bäume mit alten Sorten werden im Kreis Kusel gepflanzt und Bürger können sich da beteiligen. Darf dann auch jeder von den Bäumen essen? Also wir teilen die Bäume zu, wir schauen, wer interessiert dran ist. Wichtig ist, dass die Bäume stehen bleiben dürfen, auf lange Zeit, lange Sicht. Und dass sich die Leute um die Pflege der Bäume, vor allem in der Anfangszeit, etwas kümmern. Und das Obst kann man dann gemeinschaftlich nutzen. Das wird ja noch ein paar Jahre dauern, das sind ja Hochstämme. So schnell ist das Obst noch nicht da. Ja. Gibt es da Freiwillige, die da mithelfen beim Pflanzen und so weiter? Ja, so ein paar Freiwillige haben wir schon gefunden. Und wenn wir das jetzt über die Presse publik machen, haben wir auch die Hoffnung, dass wir noch ein paar Leute mehr finden, die da bei der Pflanzung helfen. Ja. Brauchen Sie ein besonderes Wissen, wie man damit umgeht mit diesen alten Bäumen oder ist es eigentlich ganz einfach? Ich denke, so schwer ist das gar nicht. Also man schafft sich da rein mit der Zeit, man arbeitet sich da rein. Man kann viel über Bücher natürlich lernen, aber wichtig ist, noch mit älteren Leuten zu sprechen, die dieses Wissen haben, Erfahrung
und dann ist das gar nicht so schwer. Die Birnensorten am Potzberg sollen künftig genau dokumentiert werden. Sie müssen identifiziert und erforscht werden. Den genauen Platz des Baumes kann man mit Hilfe von GPS festhalten. Ja, diese Birnbäume sind ja ein ganz besonderes Kulturgut unserer Landschaft. Und wir wollen eben versuchen, den Leuten das wieder bewusst zu machen. Und über die Zeitung machen wir auch den Aufruf, dass sich Leute mit ihren Birnen bei uns melden können. Die können Früchte, Fruchtproben vorbeibringen und wir versuchen, die dann zu identifizieren. Das ist in der jetzigen Phase noch äußerst schwierig, weil wir eine Vielzahl von Sorten haben, die wir überhaupt nicht kennen, wo wir keine Namen wissen und die auch nicht in den Büchern erfasst sind. Und da müssen wir halt jetzt so ein Schema finden, diese für die Zukunft wieder zu dokumentieren. Systematisch in einer Datenbank den Eigenschaften zuzuweisen. Und das ist so die Herausforderungen der Zukunft. Da wollen wir eben die Öffentlichkeit mit einspannen. Und nach pomologischen Eigenschaften werden die analysiert. Das heißt zum Beispiel Form, der Stiel, die Kerne, Geschmack, genau, Reifezeit, Haltbarkeit der Früchte, die Baumstruktur, Baumform, solche Sachen wollen wir da erfassen. Irgendwann soll es dann ein Buch geben mit allen gesammelten Infos, damit man beim Schlendern über die Streuobstwiesen nachblättern kann, welche Sorte aus vergangener Zeit hier noch oder wieder ihren Dienst tut. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Regionale Birnensorten haben ihren ganz eigenen Charakter. Es lohnt sich, diese Besonderheiten kennenzulernen. Wir müssen uns jetzt aber trennen. Wenn Sie mögen, zeigen wir Ihnen bald mehr hier auf diesem Sender. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss.